Ein wunderschön und herzlich willkommen zur neuen Folge GTA Roleplay. Mal wieder soweit. Heute auf dem großen Tageszettel von David. Der neue Ausweis. Das war's. Stark. Also, wie immer, sehr viel zu tun. So, und ich bin gespannt, ob Mani auch gleich da ist oder nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Noch hat sie ja auf meine Nachricht, die ich vor 6 Stunden geschrieben habe, noch nicht reagiert. Das ist immer ein gutes Zeichen. Huch. Naja. So, da ich ein guter Stalker bin. Mal gerade ab hier. Nee. Ein wunderschönen Fanny, hallöchen. Willkommen zurück. So, habe ich irgend noch Essen mit dabei? Ich wollte gerade sagen, habe ich dabei, aber sieht nicht so aus. Denn ich sage jetzt, dass Wasser ab sofort neues Essen ist. Aber das würde mich wundern. Oh, der Kühlschrank ist doch ein bisschen leer. Ich habe so das Gefühl, die Mani hat so in letzter Zeit irgendwie andere Dinge zu tun. OOC gesehen. Aber egal. Ja, erstmal egal. Hab dich gestern mal zur Auto-Host hinzugefügt. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ich habe das bei manchen auch gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hat irgendwie nie so richtig funktioniert, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich so doof, dass... Ach, keine Ahnung. Oder ich habe es nie gemerkt, dass da irgendwie was war. Ach, egal. Ich rede mich wieder über um Kopf und Kragen. So, geändert. So. Heute will ich mal recht viele Angelegenheiten klären. Unter anderem das mit Smart Key. Oh, erstmal auf Venture, was auf Venture so abgeht. Paint Brothers. Ja, nee, die wollte ich jetzt eigentlich eher weniger. Heute offene Bürgersprechstunde. Heute? Ja, heute ist 19. Ja. 11. Ah, genau, jetzt gerade eben gepostet, lol. Und wer macht das denn dann? Ich meine, der Chief Justice. Ach, egal. Und Chief Justice gelesen? Nee. Bullseye. Ah, was machen die nochmal? Ah ja, genau, also nur Boote, ja. Ja. Oh, wir stellen ein. Ja. Gleich spontan vorbei. 19:30 geht's los. Ja, alles gleich, Fanny. Dann viel Spaß mit OBS. Du willst mich gerade verarschen, oder? David kommt nicht. David kommt nicht an seinen neuen Ausweis. Was ist denn? Ja, cool. Okay, dann. Man hat keinen Ausweis. Hey. Wer hat schon gesagt, richtigen Ausweis, wer braucht das? Braucht doch kein Schwein. Mann, da will man einmal ein. Das
wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, einen neuen Ausweis zu kriegen. Oh Mann, ey. Leitstelle heute Tag nicht zu erreichen. Wir sind ab. LOL. Ey, das ist geil. Also, dass das funktioniert, wundert mich so ein bisschen. Er schaut einfach halt so einen Nebenjob und Crucial Fix und Green Planet kommen direkt ums Eck. What the fuck? Bei einer hergestellten Kontakt her. Unser Team sucht dich. Faires Gehalt. Flexible Arbeitszeiten, Teamwork. Aha. Kaufen, mhm. Nussmann sucht Leute. Die Sinnhaftigkeit dieser Frage. Die Sinnhaftigkeit hinter dieser Frage ist nicht sinnhaft. Gibt es irgendwo noch Eier zu finden? Ja, hä, Bruder, wenn dir das jemand sagen könnte, dann würde es keiner tun, weil die Eier dann schon weg wären. Hä? Was ist das für eine Frage? Man muss es nicht verstehen. Man muss es echt nicht verstehen. Don't be a victim. Das hier ist das neue Lock and Load, genau. Jetzt voll viele. Irgendwie jetzt gibt es Lock and Load. Dieses komische Bobby-Cat-Gedöns. Merryweather. Jetzt gibt es ja drei. Es gab ja vorher nur zwei. Jetzt gibt es auch nochmal drei. Mega merkwürdig. Stay tuned. Mhm. Gekauft. Okay. Bobcat, nicht Bobbycat. Bobcat. Kloppen sie sich auch wieder drum, wer jetzt der bessere ist. So, es geht näher. Okay, bald erhältlich. Harry Weather sucht auch. Läuft. Krass, wie viele jetzt irgendwie wieder suchen, ne? Ja, nicht, also. Wir suchen dich, wir suchen dich, wir suchen dich, wir suchen dich. Was anderes, außer wir suchen dich? Nur mal so. Hast du es halber gefragt? So, das gab gesucht. Nächster. Ach, guck mal. Hä? Dreimal reingepackt. Suche Dominator GTX. Oh Mann. Verschafft.
KW16, ja, ist es heute. Warum ist man so schlau und setzt Gerichtstermine auf den Tag, wo die Ausweise gemacht werden? Damals ist der Chief Justice ja nicht mehr alleine. Damals hat nämlich die Ausweise der Chief Justice gemacht. Gerichtsverfahren hat ja eigentlich nur der Richter was mit zu tun, nicht der Chief Justice. Also dann ist es irgendwas anderes Hochkariertes, aber für diese Fälle hier Handel, Besitz, Betäubungsmittel und Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, brauchst du keinen Chief Justice für. Also machen die Richter erst da jetzt anscheinend auch. Würde ich jetzt sagen. Naja. Gut. Warum auch nicht? Ja. So, Leute. Gucken wir uns jetzt mal das Video an, ne? Guten Abend, San Andreas. Mein Name ist Winston Ricks und auch diese Woche ging Weasel News Reporterin Rose Darcy auf die Straße und befragte die BewohnerInnen der Stadt. Dabei stand diesmal die Außenwirkung des LSPDs im Vordergrund. Wie ist Ihre persönliche Meinung zum LSPD? Das sind gar nicht unsere Helfer. Die wollen uns alle schaden. Vor allen Dingen in das Haus. Wenn die beim Bock haben auf irgendein Shit, dann kommen die mit den Knüppeln und hauen nur drauf. Also meine persönliche Meinung zum LSPD, ich habe so zwei Meinungen. Also ich finde, es arbeitet konstruktiv, aber auch destruktiv. Das Konstruktive ist, dass sie immer da sind und zur Stelle sind und auch ihre Arbeit gut machen. Das Destruktive daran finde ich, dass es, ich finde, das PD sollte mehr Nachforschung machen. Es sind sehr viele Fälle offen gefühlt. Es wird sehr viel vergessen. Zeugeneinladungen werden vergessen. Unter anderem auch meine Zeugeneinladung wurde vergessen über einen Überfall und ich finde, die Nachforschung kommt viel zu kurz, es wird schnell abgehakt und das finde ich sehr, sehr schade an dem PD und das ist meine Meinung dazu. An sich ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf die PDler an. Es gibt welche, die sind sehr nett, es gibt dann wiederum welche, die sind sehr arrogant und fühlen sich für was Besseres. Habe ich schon oft genug miterlebt und wenn ein PDler oder SDler ihnen sagen will, wie sie ihren Job zu tun haben, ist das nicht so cool? Ja, die persönliche Meinung ist, es ist geteilt, also ist so ein Zwiespalt. Also ich kenne einige PDler, mit denen komme ich sehr gut klar. Die gehören auch mit zum Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe aber auch schon Erfahrungen gemacht, die halt nicht ganz so schön sind, also was das angeht. Wie denken Sie, ist die öffentliche Meinung über das LSPD? I don't give a die sind meine öffentliche Meinung? Yo, LSPD. Right. Bro. Du wiggelst einfach nur durch die Street und dann wirst du auf den Boden gedrückt mit der Aussage, ey, du hast die in die Hose an, du hast den Pullover an, du bist Tatverdächtiger. Einfach nur, weil die in Rockford nicht genug Streifen, Zettel und so einen Scheiß verteilt haben und die ein bisschen Langeweile haben, dann brauchen die mal so einen Kick. Dann fahren die in den Süden und nehmen so ein paar Leute da hoch, ne? So, weil die genau wissen, wir haben nicht das Cash für einen Anwalt oder so ein Shit. Ich kann mir keinen Anwalt leisten. Die wenigsten aus der South, Mann. Und wenn die richtig Bock haben, ne, und du einmal nur sagst, jo, was soll der Shit, dann heißt es halt dein Maul, halt die Fresse. Wenn du sagst, ey, yo, ne, wie redest du mit dir? Pup, hast du schon den Knüppel im Gesicht. Wie sind Ihre Erfahrungen zur Erreichbarkeit des LSPD? Zum Beispiel über die Leitstelle oder auch vor Ort am Tresen? Vormittags ist es vielleicht ein bisschen schwieriger oder mittags, aber gegen Abend, wenn man auch das Gefühl hat, okay, jetzt werden die Straßen langsam ein bisschen unsicherer, ist auf jeden Fall immer jemand erreichbar. Persönlich, also an der Leitstelle, immer sehr nett und höflich. Die Erreichbarkeit, die war eine Zeit lang ganz schlimm. Da hat man teilweise vor 16 Uhr gefühlt gar keinen erreicht. Da finde ich schon, dass ich das schon deutlich gebessert habe. Also die letzten Male, wenn ich was wollte, sei es jetzt über die Info-Hotline oder ob es der Notruf war oder auch. Ja, mittlerweile ist die Info-Hotline immer belegt. Da war ich eigentlich sehr zufrieden. Das muss ich schon sagen, ja.
Hätten Sie Verbesserungsvorschläge für das LSPD? Dass es eine größere Kommunikation mit PD und den Bürger geben sollte. Und zwar hätte ich halt eine Idee, dass halt Bürger oder CEOs oder Co-CEOs aus verschiedenen Betrieben so eine Art zu einer Versammlung gehen mit dem LSPD, einmal im Monat, keine Ahnung, und dann dort halt miteinander kommuniziert wird, wo es verbessert wird. Moment, dieses Thema mit dieser Versammlung, war das nicht schon mal ein Thema? Irgendwoher kenne ich diesen Gedanken. Irgendwie habe ich das irgendwo mal schon mal gehört. Naja, egal, machen wir weiter. Verbesserungsvorschläge geben könnte. Und so wäre eine Kommunikation zwischen Bürgern mehr und LSPD, weil so ist gar keine Kommunikation zwischen Bürger und LSPD, was sehr schade ist. Ich habe aber einfach das Gefühl, dass das LSPD das nicht möchte. Würde sagen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Außenkommunikation. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aufklärung, wenn der Ruf dasteht, dass das PD nichts hinkriegt, vielleicht nochmal aktiv werden und vielleicht erläutern, wo denn die Problematiken liegen. Ja, ich fände es mal schön, wenn vielleicht die ganze Belegschaft einfach mal miteinander redet. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie aneinander vorbeireden. Also es gibt dann auch so Aktionen, man soll denen eine E-Mail schreiben, schreibt die E-Mail und dann kommt dann 5 Tage später, kommt dann der Anruf, man hätte noch keine E-Mail geschickt, die aber dann schon 3 Tage raus ist, wo ich dann immer denke, redet keiner miteinander, und das ist eine Sache, das fände ich schon mal ganz gut, wenn die einfach mal miteinander sprechen würden. Also zusammengefasst, eine bessere interne Kommunikation? Ja, ich glaube, das würde dem PD ganz gut tun, ja. Also, müssen wir meinen Senf gerade zugeben. Interne Kommunikation, ja, gebe ich vollkommen recht, das ist bei uns mehr als nur miserabel. Das geht definitiv besser. Aber jetzt mal hier die ganzen Sachen von wegen, ja, manche Sachen werden dann einfach, die werden einfach so fallen gelassen, so in der Art, so manche Fälle und so. Die wissen ja gar nicht, also manchmal das Gefühl, die Leute müssten selber mal ins LSPD gehen, um zu sehen, ah, so arbeiten die und deswegen geht das zum Beispiel oder geht deswegen der Fall nicht weiter. Mit diesen Nachforschungen und so. Warum sollten wir nicht nachforschen? Das wäre ja dumm für uns. Wenn wir jetzt einen Fall haben gegen Unbekannt, was sollen wir da nachforschen? Macht ja keinen Sinn. Ne? Dementsprechend, naja. Kann manche Bedenken irgendwie so ein bisschen verstehen, aber manche finde ich dann, glaube ich, auch ein bisschen zu übertrieben, vielleicht der falsche Begriff dafür, aber ob das so korrekt ist, lassen wir mal so dahingestellt. So, was geht hier so ab? Ich wollte eigentlich hier gucken. Der Milosch. Achso, nee. Ben O'Reilly. Aha. Ja, wisst ihr was? Auf in den Dienst, ne? Würde ich sagen. Achso, ich wollte jetzt noch gucken wegen Smart Key. Warte mal. Bevor ich das jetzt vergesse. Ich hätte es nämlich schon fast vergessen. Ach nee, nicht Unternehmen. Ach, Kacke. Jetzt Verwaltung oder nicht Verwaltung? Montags, Mittwochs, Donnerstags. Wieder super Zeiten. 3 Stunden sind die aktiv. Okay. Well. Alright. Okay. Ah. Easy. Gar kein Ding.
Schauen wir mal, was heute abgeht so im Dienst. Ich find's geil. Ich spiele eigentlich, also eigentlich wollte ich ausspielen, dass er die ganze Zeit im Urlaub ist. Jetzt bin ich schon den zweiten Tag da. Ah, geil. Schön. Ich glaube, das ist ja der neue Wagen, ne? Der E-Wagen, der hier steht. Das PD-E-Wagen. Aber da gab es auch noch keine Aussage bezüglich, ob die jetzt ob der freigegeben ist oder nicht für. War jetzt mal so als Routinegang, ich nehme den einfach mal mit. Gerade so komisch aus. Geh doch da rein, du Kackding. Marscheln wollte ich jetzt nicht. Ja, schauen wir mal, was abgeht heute. Streife 4 aktiv, ICLS. Streife 7 aktiv, Validuel Richtung Vividi, Überführungsfahrt. Jo, Alter, was ist denn mit ihr? Ist ja mega motiviert. Ach, der Bolt. Kräuterbutter, die fahren mit der Kräuterbutter. Was ist denn los? Es ist Montag und es sind gefühlt alle da. Krass. So, was geht hier ab? Charlie. Ja. What hits? Krass. Verhandlung start gegen Napier und wurde erneut verschoben. Ich hoffe, wollen wir das jetzt noch verschieben?
PD 90, Funkcheck. Einer reicht. Eine Person reicht. Okay, das, hier, allgemeine Infos. Ruhrmodell für eine Woche. Garrett ist jetzt echt für Farm, ist ja schon krass. Reife 5 aktiv, wie ist das? Check. Moment, Miller ist eigentlich auch noch im Urlaub, ne? Die 66 war doch gerade noch im Dienst. Also, würde ich sagen. Kurz verwirrt. Krass. Walker macht jetzt auch Forensik. Gefühl, wir haben nur noch Leute für die Forensik und CSI und so. Was? Wow. Cool. Hat ja irgendwie was. Da gibt es ein paar Leute, die das machen. Streife 4 aktiv, Weinwood. Check. Geil, dass dir dein Name komplett falsch geschrieben wurde. Hier wurde nicht mal vermerkt, dass... Leute. Jetzt deren Arbeit hier gerade machen muss, ne? Streife 7, 10, 20, VPD. Nur ein Fahrzeug, ne? Datum habe ich gehabt. Ja, dann schreibe ich mir eben der 39. Verwirrt, warum die 39 das gemacht hat. Aber es wird schon sein Zweck haben, sag ich mal. Administrative. Albusera, habe ich den? Lustigerweise in meiner Liste drin.
Reife 5, aktiv, Zauberlass. Check. So schreibt man das, ne? Oh, eigentlich ist der Kori. Ne, das ist schon richtig, glaube ich. Manchmal bin ich lost. Bei manchen Wörtern bin ich einfach so. Was sagt mein Kopf? Ja, ist schon richtig. Ah, sie hat den Rekruten abgekriegt. Geil. Ist heute irgendwas? Also jetzt mal ernsthaft, also irgendwie... Warum sind so viele Streifen da? Krass. Ich kenne diesen Anblick nicht. Wahrscheinlich gehen doch wieder gleich ganz viele außer Dienst. So, außer Dienst, außer Dienst, außer Dienst. Alle weg. Moment, hat Matt Garrett nicht... Ne, warte, die sind eh schon vorbei. 3-11 aktiv, Palito Bay. Check! Bett zum Anker. Wie lange macht ihr eigentlich schon wieder die Jahre? Seit 16 Uhr... Alter, die macht auch schon wieder 3 Stunden. Anweisung. Und der Kategorie. Kategorie? Anweisung. Okay. Cool. Noch eine Sache nach. Ach, verdammt, wie hieß der Typ noch? Wo mir das gerade einfällt. Mal gerade was gucken. Okay. Hm.
Ah, doch Braxton. So, Braxton war das. Das Bild von mir genommen? Ist das ein Bild von mir? Lass mal gerade nachschauen. Weil das schau. Weil das finde ich dann merkwürdig, weil man macht dann selber das Bild. Aber im Endeffekt macht er selber auch ein Bild. So, wisst ihr, was ich meine? So, macht keinen Sinn. Jetzt bitte mal hier umswitchen. So, macht null Sinn. Obwohl, bei Drive habe ich das reingepackt, ne? Ah, muss ich mal gerade nachschauen. Nicht, ne, das ist nicht das Bild. Er hat ein eigenes gemacht. Hä? Ja, aber wofür? Ist auch die Sinnhaftigkeit dann. Schicken Sie mir das Bild zu. Oh! Okay, jetzt habe ich selber ein Bild gemacht. 3-5-10-20 in Yangfangstadt. Gehen wir nicht drüber. Sinnhaftigkeit ist. Gesagt. Nicht. Ah. Unter mir. Schwierig zu sagen. Gehen wir mal runter. Hä? Ja, vielleicht. Hallo. Hast du schon mal eine Brille gekauft? Nee. Dann kennst du den noch nicht. 3-4-10-20 Weinwirtankstelle. Sind Sie Ihre Code? Negativ. Nee. Wer sind Sie denn? Brand. Brand Deering eigentlich. Muss mir auch dran gewöhnen, das jetzt mal zu sagen. Der Herr Brand Deering ist zum Einteilen bereit. Jawohl. Ich habe niemanden. Ja, doch, ich kann jetzt mal. Gucken, wer ist im Dienst? Ja, der eine macht eine Aussage und die andere Frage, ja, die frage ich jetzt mal, was die macht, weil die ist schon stundenlang im Innendienst. Ja, ich halte Frau Marshall, easy, gar kein Ding. Bist du einteilbereit oder was tust du? Geil, lass uns mit Frau Marshall rausfahren. Okay. Ja, dann hätte ich ein Dings hier, Streifenpartner für dich, Moment. Kann das jemand checken? Ja. Check. Ich fahre jetzt mit Frau, Alter. Ich habe gesagt, nee, nicht Butler. Ich habe gesagt, ich habe jemanden zum Einteil bereit. Ich meine, hab heilige Scheiße. Du bist Streife 8. 10, 20 VPD und löst dich auf. Nee, ihr seid Streife 5. Die Streife 8 hat sich gerade aufgelöst. Ihr seid Streife 5 mit der 9, mit der 90. Okay. Bitte was? Nee, der ist kein Rekrut. Guten Abend. Abend. Hallo. Oh, gut. Hallo. Super. Wer sind Sie? 56, Jäger Dietschalk, mein Name. Das ist dein Streifenpartner. Okay, dann weißt du Bescheid. Mit wem fahre ich jetzt? Jo, tschüss. Achso. Check.
Okay, also mein Partner hier. Mit der Show. Ah, okay. Schon der Marshall, Alter. Ja, Herr Smith, was machen Sie da? Nee, nicht Smith. Miller. Smith, Miller? Smith? 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 Oh, hat ein bisschen an seinen Fingern rumgespielt. Ja, meine Mütze und die Weste. Naja, hier an, gut. Achso. Brent Deering, checken Sie das bitte mal. Ja. Check. So. Gut. Was kann ich für Sie tun? Ich. Weg. Sie sind weg? Ja. Okay, dann schönen Abend noch. Ja, gleichfalls dann. Ja, schönen Abend. Hosse. Tschüss. Ja, ich überlege, ob ich nochmal auf Streife fahre oder erstmal kurz in Pause gehe. Ach komm, ich fahre nochmal raus. Ein wunderschön. Hallöchen, wo chillst du deine Nuggets? Ich chill meine Nuggets in der Lobby. Und ich chill sie davor. Okay, dann komm ich raus. Gut. PD 65 meldet sich ab. Alter. Ein wunderschön. Hallo. Wir müssen einmal zur Fahrschule. Oh, cool. Darf ich fahren? Ja. Yay. Wäre auch darauf hinausgelaufen. Okay. Ich bin lieber die Funkerin, deswegen. Ja, oh, das ist super. Mit solchen Leuten kann ich am besten fahren. Schauen wir mal, ob der Stanier jetzt mal heile ist. RB3F. Bing bang. Letzter Funkspruch 10. Streife 11, 10, 20, Mountain Herren, Style, Community Briefing. Geh aus, du! So. Jetzt waren ja schon wieder alle Fenster offen. So, und dann einmal Fahrschule bitte. Jawohl, einmal Fahrschule. Kurz überlegen. Ah ja. Kurz die Orientierung wiederholen. Strafe 5, aktiv, Westerles. Was dürfen wir denn so Schönes bei der Fahrschule machen? Ich muss mich wegen dem Bootsstand anmelden. Aha, bezüglich okay. der MPU. Ah. Hältst du gefühlt alle noch MPU oder was? Lol. Na. Ich bin zwar schon vorgemerkt, aber es sollte sich wieder jemand da, deswegen... Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Strafe 15, 20, Fahrschule. Ist eigentlich einen richtigen Parkplatz ja hier, ne? Auch nicht. Ja, pack doch einfach hier an der Seite, wir sind eine Behörde, hallo. Ach, zum Vorbild müssen wir ja schon sein, ne? Ah, papplapp. Braucht denn sowas? Ja, Vorbild, Igitt. Eben. Cheating. Ich finde die Show geil. SD 58, wenn er noch zum Style Prison. Ja. Würde manchmal gut tun, ja. Ja. Ihre Stimme ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ist es eigentlich eine ganz coole. Hallo. Ein wunderschön. Ach Gott, gute Laune. Ja, aktiv downtown. Ja, natürlich, ne? Warum denn nicht? Muss doch. Was kann ich euch Gutes tun? Genau, ich bin vorgemerkt wegen dem Bootschein und mir wurde dann gesagt, dass ich dann heute vorbeikommen soll als Zwecksanmeldung. Du bist die Shaw, ne? Genau. Kamera stört auch das, also jetzt mal ganz so. Kurz, zahlt das bei dir auch das PD? Ja. Gut zu wissen, ne? Ja,
Okay. Kommst du zum PD, dann wird ihnen alles gezahlt. Ich hab alles, ich brauche nicht. Achso, auch gut. Ich hab wirklich immer überlegt, zum PD zu gehen, aber ja, ich hab dann gehört, dass man eher abends was mit dem PD zu tun hat. Ich leg schon mal den Ausweis hier wieder rüber. Okay. Ja gut, also also terminmäßig wird das halt so ablaufen, dass man sich meldet. Ja Mensch, das... Sofern sich gemeldet wird? Was? Sofern sich gemeldet wird? Also das Problem ist, dass wir nur 3 Bootsfahrlehrer haben und... Ich weiß, einer davon kenne ich. Wen kennst du davon? Ich glaube, Sarah. Achso, nö, das ist... Ja, das hat sich schon erledigt. Es sind auf jeden Fall 3 neue dann. Ah, okay. Ich glaube, alle Alten gibt es schon lange nicht mehr. Okay. Also es ist halt so, dass wir die MPD ja so individuell ausmachen. Individuell wäre ganz gut, ja. Ja. Komm doch an, wann hast du denn immer so Zeit? Grundsätzlich immer, ne? Also wenn ich jetzt sage... Coole Angabe. Sag. Morgen um 1 hättest du Zeit? Morgens oder abends? Morgens. Also quasi nach Mitternacht um 1 Uhr. Nee, also nachmittags. Ich gehe 13 Uhr, nachts. So. Er geht auch nachts, kein Problem. Toll. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, eine Nachtfahrt kann man auch mal machen. Ich bin flexibel. Also in der Nacht ist halt immer nur schwierig, weil eigentlich sollst du schon ein Boot erstmal lernen bei so einem Tag. Ne? Aber flexibel klingt gut. Ja. Das ist so ein Typ. Ja, dann würde ich ansonsten, weil... Warte mal. Ich feiere den schon ein bisschen. Hier. Ich habe keine Ahnung. Lebt die überhaupt noch? Auch keine Ahnung. Ich hoffe. Ich würde das sonst so machen, dass die sich bei dir meldet und die mit dir einfach einen Termin ausmacht, bevor ich da jetzt morgen dann vielleicht doch keine Zeit habe. Das ist einfach so. Die ist morgen auf jeden Fall da. Das heißt, ich kann dir schreiben und sagen... Ja. Ich glaube, die ist morgen da. Ja, die so einfach irgendjemand soll mich dann einfach anschreiben und dann ja, kann man das machen. Ja, klar, auf jeden Fall. Anschreiben ist bei mir immer besser als anrufen. Es wird erstmal wahrscheinlich mit dem Anruf laufen, ansonsten schreibe ich einfach dazu, dann einfach gleich eine SMS rausschicken. Genau. Und dann einfach einmal anrufen bei der, ich weiß die Nummer auswendig, ja, bei der 11844. Was soll ich nicht, keine Ahnung. Nee, einfach bei der, oder bei der, ist auch egal, bei welcher Leitstelle man hier eigentlich anruft. Achso, ich soll anrufen. Achso, nee, wir. Nein. Also, wenn ich jetzt sage, morgen kommt, kriegst du eine SMS, was? Dann steht da schon drin eigentlich, dass du anrufen sollst, fällt mir gerade ein. Achso. Und dann machen wir halt einen Termin aus, so. Falls ich merke schon, hier ist die Verwirrung verwirrt. Ich merke schon. Ich war 3 Tage nicht hier. Ich habe gerade Kriegs-SMS verstanden. Kriegs-SMS? Ja, Frage, haben wir weiter Kriegs-SMS, kann man auch mal machen. Ja, ne? Ja. Ich auch so. Eine Kriegs-SMS, Ava. Eine Kriegs-SMS? Ja, ich führe jetzt Krieg hier. Ja. Mit? Bitte sag nicht die PD, das sagt nicht die PD. Mit dem PD. Oh Gott. Ja, klar, natürlich. Aber nur mit den beiden. Ja. Nee. Von denen ihr Geld bekommen werdet, nur mal so am Rande erwähnt. Nee, aber genau. Würde ich einfach so machen. Ja, was denn jetzt? Also kriege ich jetzt die Tage einen Anruf von der Fahrschule, dass ich mich bei der Fahrschule melden soll? Nein. Also, wir rufen an. Ja. Falls du da nicht rangehst, ja. Kriegen wir eine SMS raus. Ja. Und dann rufst du an. Dann seid ihr ewig lang nicht erreichbar. Gut, das machen wir. Also spätestens eigentlich ab 19 Uhr ist meistens jemand erreichbar. Es gibt einen Rekruten, der schon seit Januar versucht, hier einen Termin zu machen für einen Führerschein. Oh. Dann hat er aber nicht die letzten Male angerufen. Die Leitstelle ist immer besetzt. Dann hat er die letzten 4 Monate auf jeden Fall nicht angerufen. Ja. Im Falle der Fälle hätte er auch kurz vorbeikommen können. Wir hatten definitiv geöffnet. Ich weiß, deswegen, ja. Das ist... Also 3 Monate brauchst du nicht auf deinen Bootsführerschein zu warten, keine Sorge. Ja, ich hoffe, ich brauche den ein bisschen bald, ne? Ja, ich weiß. Zack, muss das hier gehen. Hier, PD 69 braucht das auch.
Mhm. Hab ich auch schon gehört. Genau das. Warum machen jetzt alle MPU? Ja, deswegen ist Kimin. What the f- ist sie überhaupt im Dienst? Ich hab die schon angerufen, aber die gehen nicht ran. Das ist eine Frage, dass ich das mit dir nicht beantworten darf. Dunkelchen, bist du gerade wach? Ja, ich war schon da gerade gefragt, ob du erreichbar bist. Ja, gewusst wie. Was hast du gemacht? Wo bist du runtergefallen? Was hat... Kater! Ja, dann glaube ich... Dein Scheiß Ernst? War das erstmal damit? Ich glaube das, ja. Willst du mich verarschen? Sag mal, wie dick ist deine Krankenakte schon? Dick! Ja, okay. Ja. Ich ruf dich dann gleich nochmal an wegen ein paar andere Sachen, ne? Ja. Dein Ausweis. Dein Ernst? Au! Alter, die ist so laut! Ja. Lass dich bitte nicht am Papier, ja. Was? Dann ist gut. Scheiß jetzt! Was passiert? Kollege, wir müssen gleich ein bisschen Watte und Folie kaufen. Wir müssen die alte einpacken gehen. Ja, alles klar, kriegen wir hin. Kindersicherung für die Steckdosen brauchen wir dann auch noch. Auch noch ein Aluhut vielleicht? Ja, der Aber wenn du da so Oberteile findest, die aus dem Up-to-Deck gab mit dieser Schleife hinten am Rücken, holst du mir dann welche? Gut, danke. Du kriegst das Geld auch noch zurück. Danke. Tschüss. Interessantes Telefonat. Ja, also das sind die Standard-Telefonate bei uns Cops. So telefonieren wir immer mit anderen Kollegen. Okay. Ja, also die 69 ist aktuell schwierig, ist zu tief getaucht. Oh Mann, ey. Oh je. Ja, sehr gut. Mhm. Oh, super. Also können Sie die vorziehen. Ja, natürlich, klar. Vielleicht noch eine PD-Nummer? Die 05. Oh, das ist ja easy. Was soll man denn mal abkassieren? Wer will was abkassieren? Wollen Sie noch mal eine Marke sehen? Ach so, nee. Ich auch nicht haben, keine Sorge. Ich vertraue da mal. Ich vertraue diesem Gespräch aber nicht, da meine Marke. Bin ich so? Okay, ja, interessant. Ist das auch echt? Ja. Sieht echt aus. Okay. Oh, Alter, was? Hier kommen so zwei Fake-PD rein. Das wär's. Ja, nee, eher schwierig. Ich sorge dafür, dass man morgen gleich einen Termin mit dir ausmacht. Wunderbar, danke. Supi. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euch auch. Ja, Dito, ne? Lasst doch nicht ärgern. Ja, ebenso. Lasst die Verwirrung nicht verwirrt sein. Genau. Wir gehen jetzt wieder weg, dann ist auch die Verwirrung wieder weg. Genau. Das finde ich jetzt verwirrend. Verwirrung? Ja. Ja. Apropos Verwirrung. In der Fachschule auch so Schutzwesten. So viel wie schon bei Fallschulen. Und so oft wie es Unfälle gibt mit Fahrschülern. Gibt's gar nicht so oft, aber. So sicher. Ja, manchmal braucht man so, wie aus den Jets. Und, ja. So ein Schleudersitz. Hier bräuchten wir eher das. Schleudersitz. Bitte, wir sollten auch einen Taser kriegen. Ja, genau. Okay. Warum will die Fahrschule? Warum wollt ihr eine Fahrschule Taser? Warum nicht? Ach, ich kann es verstehen, so ist nicht. Manchmal. Bei manchen muss so eine extra Schockladung rüberkommen oder was. Ihr solltet euren LK auch ein bisschen ölen, der quietscht ein bisschen sehr. Ja,
Das ist eine gute Idee. Ja. Bin ich lange nicht mehr gefunden. Der ist nur alt eingesessen. Ja, deswegen muss man ja auch mal ölen, ne? Naja, richtig. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen los. Wir haben da so eine Katze auf dem Highway. Ja, und, ja. Ne? Ja. Oh, ja, genau. Katze, ja, genau. Ja, ganz, ganz wichtig. Auf Wiedersehen. Gut, muss ne, man dann, wir hören uns, wir sehen uns. Tschüss. Danke. Alter. Ich hatte noch nie so viel Spaß auf der Streife. Du bist ja gerade erst angefangen. Ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Es ist so dumm. Es bräuchte ich ein 24-7. Einmal um mich einzudecken und für ein Klöchen. Ja, dann nehmen wir den doch einfach bei Little Soul. Ja. Haben wir das. Wunderbärchen. Da war die Verwirrung, aber wird von der Verwirrung gerade. Ja, also war alles in allem sehr verwirrend gerade. Ja. Strafe 15, 30, Little Soul Tankstelle. Ah! Was denn? Das war fast dein Hintern. Ach, Quatsch! Ja. Also, das kriege ich ja noch hin. Ja, ich hoffe's. Ich hatte jetzt zwar lange Pause, aber... Muss ich gegen dich aussagen, das weißt du schon, ne? Ja. Oh. Du sagst ja nur die Wahrheit, also... Ja. Alles gut. Ja. Ich habe so viel Geld. Straße 6, aktiv Downtown Richtung Palito Bay. Für die 32 kommt. Leitstelle, hört sie kommen. Die 77 schließt sich der Streife 7 an und die Streife 7 ist jetzt gleich auf dem Wasser zur Absicherung. Okay. Ja, negativ, die 77 bildet die Streife 8. Okay. Zusammen mit der PDF. Okay, läuft bei ihm. Einfach, nope. Not with me. Bam. Ach, naja. Ja, Mensch, Alter. Also, Shaw mag ich doch irgendwie. Also, ich mag sie, aber sie hat halt echt so eine schwierige Stimmlage. So nenne ich es jetzt einfach mal. Eine schwierige Stimmenlage.
Also ich muss sagen, David ist schon irgendwie ein bisschen hässlich, ist der schon im Gesicht, oder? Dass ich das so sage, ist total merkwürdig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so wirklich hübsch ist der nicht im Gesicht, oder? Oder ich meine es nur, das kann auch sein. Manchmal bin ich auch schnell in den Urteilen. Naja. Was zum... War gerade ein echt komisches und gruseliges Geräusch. Also entweder ist das ein Staatsanwalt oder ein Cop. Oder Unternehmensleitung. Oder DOL oder so, also irgendeine Behörde. Die PD-11 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Auste. Die 92 meldet sich aus dem Funkkreis ab. 32, nicht 92, ne? Ja. Passt eher. 92, wer war nochmal 92? 3620, Palito Bay, SD. Lee! Check. Weil es den überhaupt noch gibt. Irgendwie die Scheibe reflektiert. Was ich lustig finden würde, wenn man diese Scheibenwischer, die da sind, benutzen könnte. Wäre schon ziemlich nice. Das hätte irgendwie was. So ist eigentlich total unnötig, aber wäre irgendwie halt cool. Cooles Gimmick. So schön nennt. Gut, dass sie überhaupt nicht lange braucht. Wie lange ist die Show eigentlich schon? Ey, die Show müsste auch schon so ein Urgestein sein, oder? Obwohl, nee, so lange ist sie gar nicht dabei. Aber gefühlt ist die irgendwie so ein... Die war schon immer dabei. Man könnte sagen, sie wird vermisst. Wenn sie nicht da ist. Machen wir die Stadt unsicher. Ich meine, sicher. Ja. Mein Humor. Lassstelle für Schrift 5 kommen. Die Leitstelle hat sie kommen. Den Norden oder Süden beschreiben, kommen. Jetzt bin ich gespannt. Den Süden beschreiben, kommen. Wo willst du hin? Ich bin im West LS. Check, Strafe 5 aktiv, West LS, Strafe 5 Ende. 36 aktiv, Palito Bay. Also, mach's geh mal gut, nicht Fanny. In den Norden hoch, ist ja gute Nacht. Bahnbrechend.
Ja, also ich bin eigentlich sehr gerne im Norden. Ich auch. Check. Aber ich werde sehr oft, wenn ich im Dienst bin, im Norden hochgeschickt. Also so gefühlt bin ich mehr im Norden als hier in der Stadt unterwegs. Also war das eher das ironisch, dass du gerne da oben bist? Oder wie soll ich das jetzt interpretieren? Ich bin wirklich sehr gerne da oben. Warum gehst du da nicht ins Esti? Weil ich ein Stadtmensch bin, so gesehen, und ich mich in PD auch wesentlich wohler fühle. Weil hier in PD halt auch die ganzen Menschen sind, die mir halt am Herzen liegen und denen ich halt auch vertraue und so weiter. Und ich weiß ganz genau, dass ich im Norden nicht glücklich werden würde. Okay, krass. Gut, wenn man so die Erfahrung schon gemacht hat, ist doch cool, okay. Landebunk-Check. Ich hab richtig Bock auf den Norden. Hab schon den Antrag damals rausgeschickt. Mhm. Hab ich halt auch gemerkt. So, wenn ich jetzt privat bin, merke ich halt auch, dass wenn ich im Dienst sehr viel im Norden bin, ich tatsächlich im Privaten sogar auch den Norden meide. Und das war früher nie so. Normalerweise war der Norden immer mein Ausgleich zur Stadt. Mhm. Okay. Und dadurch, dass ich im Dienst so oft im Norden war, war dieser Ausgleich nicht mehr vorhanden. Ah, ja, okay, ja, ich verstehe, ja. Ist der Ocean unterwegs? Ja, so wie ich das verstanden habe, ja. Okay. Also ich bin ja jetzt gerade mal wieder seit längerer Zeit das zweite Mal im Dienst. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kriege die ganze Zeit nur mit, dass die MPU unterwegs ist. Was ist los? Warum so viel MPU? Also irgendwie, jetzt machst du auch noch einen Bootsführerschein. Irgendwie gerade gefühlt wieder in die MPU. Was ist los? Mitglieder wurden aufgestockt. Okay. Ich habe von Hampton auch, obwohl ich Officer 1 bin, wurde ich da trotzdem reingenommen, weil ich ja schon sehr lange im PD bin und auch gute Arbeit mache. Ah. Hat Hampton gesagt, ja, ich nehme mich trotzdem mit rein, egal was andere sagen. Wir haben ein neues Boot auch. Ja, das habe ich gelesen, ja. Und ansonsten sind auch derzeit allgemein viele MPUler unterwegs. Jo, Alter. Ja, das hat auch Bock, ey. Und, ja. Check. Ja, aber ist irgendwie gerade so ein MPU-Drang? Also, ist krass. Nicht mitbekommen, so. Das Ding ist halt, die ganzen Wochen zuvor hat die Streifenkapazität nicht wirklich hergegeben. Bei Overwatch und MPU ist es ja so, dass wir halt so gesehen keine Freigabe von der Leitstelle brauchen. Mhm. Weil wir als Unit selber entscheiden können, ob wir da was starten möchten. Gerade bei Grandschutz und so weiter und so fort, ne? Mhm. Nur wenn es ja die Streifenkapazität nicht hergibt, ist logisch, dass wir dann Streifen besetzen, statt aufs Meer zu fahren, ne? Naja, aber ist das mit den Streifen jetzt echt so besser geworden? Wir haben gerade 6 oder 7 Streifen. Ja, jetzt gerade ist schon krass. Und letzte Woche hatten wir teilweise um 20 Uhr gerade mal 2 Streifen überhaupt. Stark. So kenne ich es eigentlich eher. Check. Mit den 2 Streifen. Ja. So bin ich in den Urlaub gegangen. Aber wir haben aktuell auch wieder sehr viele Rekruten. Habe ich mitbekommen, ja. Das ist dann so ein bisschen Ausgleich, weil dann die ganzen Officer auf die Rekruten aufgeteilt werden. Ich hoffe, uns passiert das nicht. Was denn, dass wir einen Rekrut kriegen? Wirst du aufgeteilt werden? Ach so, ja, hoffe ich auch. Ich mache zwar heute nicht lang, aber. Also, ich mache jetzt vielleicht noch eine Stunde oder so. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, das war's dann schon. Aber ja, ich hoffe es jetzt auch einfach mal. Manchmal ist die Leitstelle ja auch ein Arsch. Ja. Das ist wohl wahr. Ja, und wie geht's sonst so?
Durchwachsen. Oh, durchwachsen. Oha. Ja. Was ist passiert? Sehr viel. Sehr viel Schlechtes, nehme ich an, sonst wäre es nicht durchwachsen. Ja. Darf man fragen, was? In dem Worst Case wird noch sehr viel Schlechtes passieren. Es regnet! Hey, das ist Timing. Ich freue mich gerade so extrem, ne? Okay, jetzt klär mich auf, warum? Also, ich liebe Regen. Ich liebe Regen einfach, abgöttisch. Ja, ich auch eigentlich. Ich bin auch so ein Regenwetterfreund. Ich bin gebürtige Engländerin und da ist einfach der Regen drin. Ja, okay. Ich verstehe. Ja. Ich freue mich gerade richtig. Ja, guck mal. Ist doch schön. Das Bus, das Fenster offen. Ich mache gar nichts. Gut. Außerdem ist das Ist das nicht sogar Dienstanweisung, die Fenster offen zu haben? Oder kriegt man das so beigebracht? Ich weiß es jetzt gar nicht. Steht das in der Dienstanweisung drin oder nicht? Also wir sollen es halt aufhaben, damit wir halt auch alles hören können. Ja, so wird es ausgebildet. Aber steht es in der Dienstanweisung? Ich glaube nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Ich bin aber ganz ehrlich, dass im Winter habe ich hin und wieder auch die Fenster zugemacht, gerade wenn wir dann auf dem Highway waren. Ja, okay, dann ist ja wohl logisch, ne? Ich habe doch teilweise trotz dritten Mal nicht die Hintergrundfenster aufgemacht, weil das dann auch irgendwann too much war. Also, ich habe sehr viel Rückendeckung im PD von den Leuten, die darüber beschäftigt wissen, was los ist. Das ist und ich doch weiß schon mal auch, gut. Dass die mich beschützen werden, wenn was passiert. Nur muss man halt erst dort das Gespräch mit ein paar Leuten suchen und ja. Und im Worst Case wird halt definitiv was passieren. SD 71 meldet sich. Also nichts Negatives, nicht, dass mir eben was passiert, sondern halt was anderes. Check. Deswegen ist es gerade ein bisschen durchwachsen, weil heute war dann halt so der erste Tag seit Wochen, wo ich jetzt nicht mehr in der Schwebe war, sondern mal Bescheid bekommen habe, was das Sachlage ist und wie es läuft und alles. Okay. Es müssen halt noch ein paar andere Dinge warten. Okay, also hast du irgendwie, also ganz, ganz allgemein gesprochen, hast du irgendwie Mist gebaut oder ist irgendwas passiert, was, also... Ich habe keinen Mist gebaut, ne. Okay. Aber dadurch, dass ich Mist gemeldet habe, könnte sich eine Bedrohungslage entwickeln. Ah, du hast Mist gemeldet. Oh, okay. Mhm. Es ist anscheinend doof aufgestoßen bei der Person. Nee, nur wenn diese Person das rausfindet, dass ich das bin. Ist doof. Ah, okay. Hm. Ja. Ich verstehe. Deswegen, aber ich habe da sehr viel Rückendeckung, auch von sehr vielen oberen Leuten. Ja. Ja. Doch gut. Doch gut. Aber diese Thematik bleibt im Streifenwagen. Ach, alles cool. Ich bin da ganz schweigsam. 19:30 Was ist bei dir so los aktuell? Was macht die Frau? Es ist ehrlich gesagt gar nichts los. So richtig. Also, ich habe ja eigentlich Urlaub. Immer noch. Aber ich hatte echt. Ich hatte jetzt am Sonntag was, glaube ich, ja. War ich arbeiten, weil ich. Ich musste mal wieder. Mir fiel sonst da die Decke auf den Kopf. Mhm. Das war schon nicht ganz so feierlich. ja. Sie ist halt auch viel am Arbeiten. Und so, dementsprechend, also viel Zeit miteinander haben wir so jetzt eigentlich eher weniger. Sie ist halt auch viel mit Studium noch beschäftigt und so. Und ja. Das mit dem Sehen und so und frei haben und dann mehr Zeit haben für sie, ja, das funktioniert gerade nicht so, wie es eigentlich geplant war. Mhm. Deswegen bin ich auch heute hier, weil eigentlich wollten wir heute Ausweise machen, weil diese Kack-Richterschaft meinte so, ja, nö, heute mal nicht. Cool. Ja, und morgen kann ich nicht und morgen machen sie. Jo. Alter. Aber jetzt überholen sie, wann machen wir denn das? Können wir ihn aber nicht für ankreiden, ne? Oder habe ich da jetzt eine Gesetzesänderung verpasst? Das ist eine gute Frage. Also es gibt nämlich, soweit ich weiß, gibt es kein Gesetz dafür, dass
Was das beinhaltet von wegen Rechtsvergebot, dies, das. Doch. Echt? Gibt's das? Paragraph 6 Absatz 1. Im Straßenverkehr fordert die Teilnahme ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Es gibt das Rechtsfahrgebot. Fahrstreifen mehr zu beachten. Aha, okay. Ja gut, aber er hat vielleicht schneller gesagt, dass wir abbiegen. Was ich ja auch gemacht habe. Mhm. Vielleicht ist er deswegen, aber ja, ich. Na gut, das kann sein. Aber ja, okay, guck mal, dann habe ich doch mal wieder was dazugelernt sozusagen. Ja, aber ansonsten läuft eigentlich alles cool. Ja. Gib mir mehr Garrett zusammen. Wirst du mit mehr Garrett zusammen? Mhm. Ach, wie lustig. Wieso? Ja. Nee, einfach, nein, also interessant. Also. Ja, wieso? Sagen wir so, ich krieg das sonst immer nur entweder über drei Ecken mit oder so und du kommst so selber damit drüber, weißt du? So, das ist auch so ein bisschen, naja, okay. Das Lustige ist, McGirt und ich wurden zusammen eingestellt. Ja. Das ist jetzt so 7, fast 8 Monate her. Ja. Und damals hat der Chief gesagt, dass wir irgendwann zusammen sein werden. Ach. Ja. Interessant. Ja. Na Mensch. Er scheint ja ein richtiger Menschenkenner zu sein. Ja, irgendwie wird alles wahr, was dieser Kerl prophezeit. Das ist ja. Bei mir hat er noch nichts gesagt, also. Ja, ich darf das noch nicht miterleben. Ja gut, du bist ja schon. Du bist langweilig, du bist schon verheiratet. Ja, okay. Das kann natürlich sein, ja. Ja. Jo, es regnet! Oh mein Gott! Ja! Ja, drei Dinger? Ja. Ich telefoniere gerade. Ach so. Ja. Also erstmal, ich habe dem Chief geschrieben bezüglich des E-Autos. Und er meinte, wir sollen das Ding erstmal stehen lassen, er kümmert sich drum. Müssen wir nur ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht so sehr bewegt, wie was nur noch einen Balken hat. Ich habe den heute Nacht umgeparkt, er wurde ja schon wieder umgeparkt, müssen wir im Auge behalten, weil wenn es ganz leer ist, kann er sich da auch nicht mehr drum kümmern. Ja, wird schwierig. Ja, ja. Genau, weil er meinte, wir sollen ihn einfach stehen lassen, er kümmert sich drum, deswegen. Das habe ich auch beim FPM in unser schwarzes Brett reingeschrieben gehabt, damit die anderen auch Bescheid wissen. Keating hat ja eine Mail an den Chief verfasst, bezüglich der Kojoten-Sache. Können wir uns dann, wenn du magst, dann mit Keating die Tage auseinandersetzen, weil wir haben eine interne Ausnahme vom Chief bekommen. Hat Keating ja auch schon per Venture Mail verschickt, diese Bestätigung. Ja. Was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Wenn dann wäre es erstmal so von mir. Mhm. 10:20, Driving School. Genau, weil ich hatte den Wagen, also da wurde aus der Garage rausgebracht, wurde dann zwischen Tür und Garage neben den Anmarkt gestellt, dann habe ich den wieder auf diese Sperrfläche gestellt. Ja, und dann kam ich heute Mittag in den Dienst und stand das Ding wieder neben dem Anmarkt. Ja, allein schon mal nicht mehr der FPM da jetzt hier gelungen vom Schief bekommen hat, sondern deshalb nur heißt, dass nur er das Ding fährt. Deswegen ist halt schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Dass der Schiff das bewegt hat, glaube ich nicht. Also er war heute im Dienst, aber ich glaube nicht, dass er das bewegt hat, weil dazu würde sein, da würde seine Antwort nicht so passen. Das, was mir geschrieben, das hätte nicht gepasst. Dann hätte er das Ding wirklich auch getankt und dann vielleicht hingestellt, aber ja. Alles klar. Jo. Jo. Fahr mal kurz zum PD, ich muss mal kurz was austesten mit dir. Okay. Ja, da brauche ich gerade einen Officer, welcher keine Sonderrechte hat im ADP, das ist gerade das Problem. Ja, ja. Ich kann es nicht austesten, weil ich die FPM-Rechte habe, deswegen. Du brauchst einfach einen, der einfach ein Nobody ist, ich verstehe schon, genau. Alles gut. Nee, ich kann ja keine Fahrzeugrechte testen, weil ich habe eh auf alles Zugriff. Ja, ich verstehe schon. Alles gut. Gehen wir hin. Alter, ich muss da kurz was ein bisschen was eingrenzen, deswegen. Boah, das ist alles cool, alles cool. Aber wie ist das? Du bist ja jetzt auch schon länger dabei. Das habe ich mich jetzt letztens gefragt. Bezüglich der, wenn man jetzt zum Beispiel entführt wird. Können wir unsere Jacken anziehen gehen? Ja, stimmt, dafür haben wir die ja eigentlich, ne? Mhm. Wenn es jetzt weiter so rum hilft. Ganz ehrlich, ich zieh die Jacke jetzt gleich an. Ja, ist eine gute Idee. Ich schließe mich da an. Ja. Wofür haben wir sie denn, ne? Ja, dann können wir so lange auf der 3 halten, gehe ich ja schnell. Gut, check. Check. Ja, frag ruhig. Hau raus. Ja, machen wir gleich. Ich glaube 15, 20, VPD. Machen wir gleich in Ruhe. Alles gut. Ich pack mal eben kurz hier vor. Dauert ja nicht lange. Check. Ah, diese Türen. Nicht aufregen, das lohnt nicht. Ja, wunderschön. Ja, moin. Ja, moin. Leute. Ich glaube, ich nehme dann meine Pizza mit, so auch direkt mit. Streife 1 wieder aktiv, Palito Bell. Mach einfach nichts. Check. Das hab ich, das hab ich. Gut, können wir. Jawoll. Oh, ich liebe diese Jacke, ja, ne? Ja, die hat schon was, in der Tat. So. Hallo. Hallöchen. Ja, wunderschön. Wofür brauchst du mich jetzt? Ach ja, genau, komm. Ja. Hast du auf den Wagen hier Zugriff? Ja, ich guck mal. Ne. Okay. Negativ. Hast du auf den Wagen Zugriff? Ja, nein, glaube ich nicht. No. Okay. Der steht hier aber auch massiv nervig und fail. Ich weiß, das soll er auch nicht stehen, das ist das Problem. Der soll eigentlich da auf der Sperrfläche stehen. Hm.
Können wir das kurz machen, dass ihr da kurz Freiraum, dann stelle ich den Wagen da wieder hin? Ich kann den nicht bewegen. Nein, nein, ihr müsst nur den Markt und den Anmarkt da wegschaffen. Welchen? Nochmal. Das E-Auto. Ja. Ja. Das er macht das. Das soll hier auf der Sperrfläche stehen. Weil da halt... Streife 6 wieder aktiv, WestLS Richtung VPD. Wir machen das da schon. Check. Rebley einsteigen. Streife 4 aktiv, Weinwurz. Das gab jetzt Ärger vom Büschloff. Kollege, stehen Sie nicht so nutzlos rum, helfen Sie. Ja, was soll ich denn, was soll ich denn so machen? Sag doch was, Mensch. Dieser Wagen hier, der Fugitive, der kommt jetzt gleich dahin, wo das E-Auto steht. Ja. Ne? So, und den Mark versetzen wir nach da hinten. Ja, gut. Ja. Fahr erstmal hier hin, dann kann sie. Schön. Wieso wollen sie alles zupacken? Ja. Wir schieben die jetzt alle einseitig rüber, ne? Nur noch der hier. Ah, okay. Oh, Alter! Hau mich halt um. Okay. Das ist ein Sauwetter. War voll nice. Mag den Regen hier. Erinnert mich so ein bisschen an den Hurricane. Schon hässliches Auto eigentlich, ne? Dieser Fugitive. Ich bräuchte kurz einen Computer, damit ich einen Eintrag auf dem Schlossenbrett machen kann. Ich bräuchte kurz einen Computer für einen Eintrag auf dem Schlossenbrett. Dann parke ich eben oben. Jo. So, bitteschön. Danke. Ein bisschen abmischen hier. Streife 6 wieder aktiv. WestLS. Check. 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 Mhm.
Wäre zwar nice, dass man da oben in die Büros schauen kann. Hutchins-Style. So. Können wir ja wieder. Ich hab jetzt geschrieben. Wir müssen nochmal zurück, weil einer hat währenddessen auch noch was da reingeschrieben. Und das wurde jetzt nicht übernommen. Einmal mit Profis, ne? Einmal mal. Warte, dann pack ich hier. Ja. Komm ich mit. Bock jetzt die ganze Zeit hier rumzusitzen. Ich will meinen Job abgöttisch. Ja, denke ich mir. So, geht's. Ich dachte, Regen kann die ab, die Alte. Schwarzes Brett. So, soll ich jetzt. Lesen. Soll ich dich ärgern und vielleicht auch noch was reinpacken? Ja, schlage dich. Da interessiert mich auch nicht, dass es ein Stiefbett im Dienst ist. Du hast keine Zeugen. Lassen Sie das E-Auto, welches auf der Etage minus 3 auf der Sperrfläche steht, bitte dort stehen. Der Wagen muss dringend getankt werden. Nochmal einbalken. Und sollte möglichst nicht bewegt werden. Der Chief of Police ist bereits informiert und wird sich darum kümmern. Willst du das vielleicht vorher kopieren, bevor du auf aktualisieren gehst? Ja. So. Vor jedem Dienstantritt lesen, er hat's übernommen. Grandios. Hey! Ein wunderschön. Moin. Moin. Schön. Demnächst aufessen, ne? Danke. Keine Ahnung. Jetzt bin ich gerade kurz verwirrt gewesen. So, ganz dezent. Mhm. So, Warnungen und Hinweise steht drin. Wunderbar. Ich Läuft bin doch. Glücklich. Ja, das denke ich mir. Ah. Fahren wir mal in die Weinwut. Weg. Straf 5, aktiv Weinwut. So, was ich jetzt fragen wollte. Wenn man jetzt zum Beispiel entführt wird, was auch immer, wenn man jetzt als Cop unterwegs ist, so, ist ja eigentlich eher der seltene Fall, würde ich jetzt behaupten, wie dem auch sei. Wie ist es eigentlich mit den Ausweisen? Eigentlich müssten wir ja grundsätzlich ja nicht bei uns tragen während des Dienstes, oder? Weil wir dafür die Marken haben. Oder? Jeder muss einen Ausweis dabei haben. Ja, okay. Ja, ist halt die Sache. Also wegen der Nummer kannst du ja dann hinterher
wenn es dann eine Beschwerde oder sowas gibt, dann immer noch die Nummer angeben, dann weiß man ja, weiß der Chief, Bescheid, wer es ist. So grundsätzlich gesehen. Das deswegen frage ich, weil eigentlich ist das ja nachverfolgbar, wer... Boah, ist das windig. Ja, ja, also... Ja, aber dadurch, dass wir halt diesen Paragraphen haben mit der Ausweispflicht, müssen wir auch einen Ausweis dabei haben. Genauso, wenn wir einen Führerschein dabei haben, weil... wenn uns jetzt im Dienst was passiert, zum Beispiel im MD, vielleicht die Leute kennen uns da irgendwann, ich werde mittlerweile auch nicht mehr nach dem Ausweis gefragt. Okay, ja. Aber gerade neue Officer, oder wenn wir halt selber im Dienst in der 1026 landen. Ja, ah, okay. Müssen wir auch ausweisen. 05 für 09, komm. Hört, komm. Aktiv an, wo komm? Ja, check nur noch nicht. Ja, bitte? Ich geb die immer, wenn ich schlafen gehe, den Kurs und ich deck dich nochmal richtig zu, also, ne? Oh. Das stimmt. Deswegen bist du auch immer so gut zugedeckt, wenn du aufwachst morgens. Du bist immer gut zugedeckt, wenn du aufwachst, weil ich dich immer, wenn ich nach Hause komme, und zudecke wieder. Streifer 8, aktiv. Ja. Aber du buddelst dich immer nach einer Zeit raus. Das ist das Problem. Ja. Komm, Henke. Ja, mache ich. Alles klar. Im Kühlschrank ist ein bisschen was zu essen drin und im Schrank ist Wasser und so. Alles klar. Ja, ein bisschen hier die Lautstärke runter. Ich glaube, der bisher ganz gut, finde ich. Ja, ich hatte ja vorhin das Gespräch mit so und so und so und du weißt so und so, ne? Wissen jetzt so, was los ist. Es werden jetzt auch mehrere Mails noch verfasst, wo halt alles nochmal aufgesagt wird. Und Honey wird dann, sobald er da ist, mit dem Weiß sprechen. Ja, ja, aber da wurde sie knapp verpasst, deswegen ist das Problem. Ja. Ich doch nicht. Pass auf dich auf. Ciao. Bei den Polizeimarken wiederum ist es so, die sollen wir im Dienst immer dabei haben auch. Ja. Wenn wir außerdienstlich jetzt unsere Schusswaffe zum Beispiel mitführen dürfen, dann müssen wir die Marke auch mitnehmen. Halt um ausweisen zu können, dass wir halt eine Dienstwaffe dabei haben, ne? Ja, rechts vor links. Ne, der hat ein Stoppschild. Ach so, oh. Ups! Ich hab's drauf. Aber wenn wir jetzt halt keine Waffe oder so dabei hätten und dann die Marke mitnehmen, das sollen wir halt nicht machen, weil man mit so einer Polizeimarke halt auch jede Menge Scheiße anstellen kann. Und so eine Marke aus dem Fluss rauszukriegen, ist fast schon unmöglich dann. Ja, also ist, wie gesagt, das war jetzt so die Frage, die ich mir letztens gestellt habe, weil eigentlich grundsätzlich kann man ja alles nachverfolgen, wer jetzt die Nummer ist und so weiter und so fort, ne? Weil so kann man dann zumindest sicherstellen, dass ein Cop nicht direkt identifizierbar ist, sag ich mal, ne? Ja, klar. Also du weißt, auf welchen Punkt ich ja hinaus will. Ich verstehe jetzt absolut alles gut. Ja, ich verstehe das, was du meinst, ja. Weil ich, ja, deine Punkte verstehe ich auch, also alles cool, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht. So ein bisschen das Privatleben eines Cops sollte man ja auch irgendwie mal schützen, oder? Da ist halt dann das Ding,
Da müsste der Chief halt zum Chief Justice gehen oder halt allgemein mit der Justiz darüber sprechen, weil das dann halt einen Beschluss mit sich bringen müsste, weil wir dann im Dienst von dieser Ausweispflicht und dieser Pflicht, einen Ausweis mitzuführen, befreit werden müssten. Ja. Also wir davon befreit werden müssen, einen Führerschein mit uns zu führen. Alla. Das bringt halt Sonderbeschlüsse dann mit sich und die müssten halt erstmal gestattet werden. Herr Bolt, was kann ich für Sie tun? Nichts da, ich sie nicht verstehe. Ah, jetzt. Aber natürlich. Ja, ich weiß. Das tut mir nicht leid. Ich weiß. Aber dann brauche ich eine Co-Leitstelle. Der ist nicht mehr lange im Dienst. Halbe Stunde oder so. Also wenig. Halbe Stunde, ja. Ansonsten, ich habe vorhin gesehen, die Rowley, die ist ja eine Forensik. Ah, okay. Ansonsten einfach eine Dreistreife, dass ich deinen Officer noch rauskriege oder so. Nö, alles klar, dann bis gleich. So, um 21 Uhr übernehmen wir erstmal die Leitstelle. Yay! Ja. Gar kein Bock. Weil es ist... Ach, Mann. Also an sich ist ja... Leitstelle gehört ja dazu und so. Ist ja alles cool. Aber ich mag Leitstelle nicht. Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit im Gegenverkehr zu fahren? War echt geil. Was zu machen? Du bist die ganze Zeit im Gegenverkehr. Hä? Das stimmt überhaupt nicht. Du musst rechts fahren. Ja, tue ich doch. Nee, du fährst die ganze Zeit links, rechts oder in der Mitte. Ja, weil ich den Löchern ausweiche. Da müssen wir fliegen. Ma. Ja, gut, das ist richtig. Ach, ey. Du bist der Erste, der meckert. Ja. Bei McGowan hat man sowas, was ich das fast frontal reingedrescht. Ja, gut, okay. Wieso muss ich den jetzt Hörschi machen, wenn es regnet? Wollen die mich verarschen? Ja, vor allem, jedes Mal, wenn ich im Dienst bin, ich hab irgendwie so ein schlechtes Omen, bringe ich, glaube ich, mit mir aus meinem Urlaub. Jedes Mal, wenn ich da bin, war ja auch am Sonntag so, fahre ich erst raus und bin direkt Leitstelle. Ja, und ich war von 1 Uhr bis 3 Uhr Leitstelle heute Nacht. Ja, geil. Ja, ne? Geil. Warum nimmt er dann den? Okay, ich... Weil er doof ist. Weiß nicht, wir haben ja diese Liste, also vielleicht sollte man vielleicht mit dieser Liste ja dann trotzdem mal auch arbeiten und gucken, ne? Ich versuch's mal irgendwie zurechtzulegen. Jo, versuch du mal dein Glück. Hi, du weißt, dass wir so eine Leitstellenliste haben? Ja. Und du weißt, wer heute Nacht Leitstelle hatte? Ja, dann ist gut. Ja. Dann ist gut. Okay. Ach, die Leitstelle wieder, meine Güte. Halbe Stunde. Genau das. Das Problem ist jetzt gerade, also ich würde es machen, auf alle Fälle, ist kein Problem, nur du würdest uns jetzt reinziehen, dann würden wir eine halbe Stunde lang Leitstelle machen, er würde außer Dienst gehen und ich muss dann eine andere Strafe wieder auftauchen, um eine Co-Leitstelle reinzukriegen. Das ist... Ja, ist nicht ganz sinnvoll. Man versteht seine Position, aber man muss auch unsere verstehen. Was ist denn am Pier? Gerade ungünstig tatsächlich, weil wir keine Schlafkapazitäten dadurch haben.
Ja, aber es kann ja noch. Also, was man jetzt hat, das Ding ist halt, es regnet sau stark. Es können jederzeit VUs passieren. Es kann, wer weiß, was passieren. Es könnte auch ein Blackout jetzt noch kommen. Es könnte. Ich weiß, da kann ja was kommen. Das habe ich alles schon erlebt hier in dieser Stadt. Cool. Ja. Ja, wir werden das so machen, dass ich dann die Leitstelle übernehme. Ich werde aber gucken, dass ich von Hani die Freigabe für mobile also kriege. Dann. Ja, alles klar. Jo. Dann bis gleich. Also, gerade haben wir zwei Streifen in der Stadt, eine Streife im Norden aktiv. 39 Punkt-Check. Und alles andere ist am Pier gebunden. Hm. Ja, cool, okay. Ne? Geil. Ja. Was ist ein Ampir? Da wird sich um das Frachtschiff gekümmert. Ah, okay. Ja. Hoch? Upsala. Was machst du da? Ups! Ja, mein Chauffeur versucht gerade uns umzubringen. Naja, der ist gerade quer von der Insel gefahren. Upsala. Ja. LOL! Ich wollte fragen, du bist gerade die Gedankenhöchste, deswegen rufe ich dich an. Wir haben gerade so das Problem, dass wir nur zwei oder drei aktive Streifen haben und alles andere ist am Pier gebunden. Ob ich halt dann. Geführt alle bis auf drei. Mhm. Ja, deswegen wollte ich halt fragen, ob, wenn es notwendig ist, dass ich dann die Freigabe habe, mobil zu gehen. Hm, ja. Wer weiß, wie viel das Schrott aktuell wert ist auf dem Schwarzmarkt, man weiß es nicht. Alles klar. Hm. Alles klar, gut. Danke dir. Ciao. Und, darfst du? Ja, aber ich sollte erstmal versuchen, welche wegzuziehen. Hallo. Briefing, mein erster Rekrut hatte gestern einen Hexenstoß und der zweite hatte einen Hörsturz. sag mal, hast du Zugriff auf das E-Auto? 20. Hast du das bewegt? Check. Nein, das sollte doch da stehen, Lamm auf der Sperrfläche. Weil es da stehen, sowas aktuell nicht bewegt werden darf. Nein, aber auf der Sperrfläche stört es niemanden und das Ding hat nur noch einen Balken und das Schiff kümmert sich drum. Ja. Ciao. Warum esse ich denn jetzt was? Ja. Dann verschwörst du was essen. Ja, Stress essen. So, ich geh dann mal tanken, damit wir dann pünktlich da sind, ne? Ja. Muss mit deinem Lieutenant meckern, dass er vor Stress was essen. Streifen 4 aktiv, West LS. Ich werde, wenn heute ein Blackout kommt, dann schrei ich. Ah, bitte nicht. Dann musst du auch noch Dienst! Du kriegst das doch nicht mehr mit dann. Ja, ah, wer weiß. Aber du sitzt ja wahrscheinlich zu Hause und guckst Fernsehen, das ist auch ungünstig. Ah. Kommt drauf an, wann der jetzt ist, wenn er jetzt gleich ist. Straf 15, 20, der Tissot-Tankstelle. Dann bleibst du im Dienst. Ah, ich weiß ja nicht. Können wir wegparken von dem Ding? Ja. Richtig. Passt doch. Eben. Passt, wackelt das Luft? Kündigung. Ja, das. Oh. Kommt da wieder was auf uns zu, oder was?
Klau, die hat aber Eier. Wie denn jetzt ab bei dir? Ja, guck mal, wie die umläuft. Nein, ich meine, ja, aber dann musst du doch nicht so abgehen. Warum, was macht das Taxi da? Streife 8, die 1026 beendet, wieder aktiv. Ach, ein Streifen? Was zur Hölle? Los, kannst du Gehaltserhöhung? Check. Beförderung. Nee. Streife 6 aktiv, auf LS. Schön wär's, aber nee. Hast du deine Pillen vergessen zu nehmen, oder? Ich frag nur. Ich bin glücklich. Es okay, ja, okay. Alles gut. Ja. Du müsstest jetzt aber auch einen Regentanz machen, ne? Ja, tanzen dürfen wir nicht im Dienst. So ein Mist aber auch. Ja. Woher schiebe sich aber sowas sagen? Er wird vielleicht sogar mitmachen. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass er noch einen Hurricane-Trauma hat. Guten Abend. Hallöchen. Was ist hier heute was, ey? Party hart, sagst du, oder was? Was wollen die hier alle im Innendienst? Ach, ich weiß das auch nicht. Alle, wir haben 80 Mann im Dienst und keiner arbeitet. Mhm. Ah, also alles wie immer. Ja. Ah. Gut, dann fangen wir mal an. Strafe 1, wo sind die? Aktiv im Grand Sadower Desert. Die Uhrzeit passt auch. Okay. Was ist mit Staffel 2? Ist in diesem Einsatz gebunden. Da 18.29 Uhr. Ich habe seitdem, sind auch in meinem Funkkreis nichts gehört. Ja, das ist schön. Was machen die? Sind die Ocean? Ja, ich glaube, die sind als Boot mit unterwegs. Die eine, genau, die Streife 3 ist als Einsatzleitung am Pier und die Streife 7 ist als Hubschrauber mit dabei. Moment, wir gehen nacheinander. Die... Moment, wir gehen nacheinander durch. Okay. So, Staffel 3 ist 27 Pi und EL, ne? Genau. Okay, Staffel 4? Staffel 4 aktiv West-LS, die sind auch erst seit einer halben Stunde draußen. Ja gut, Staffel 5 ist jetzt Ledge-Stelle. So, was ist mit Staffel 6? Staffel 6 hat sich gerade in South-LS aktiv gemeldet. Mhm. Und Staffel 7? Ja, Overwatch auch an der Pi-Aktion beteiligt. Overwatch. Ich wollte mal gerade das Standard um nicht wundern. Kein Problem. Steve ist 20 bei dem Einsatz am Pier. Ich nicht? Ja. Staffel 8? Ist seit 10 Minuten unterwegs. Wo? In Westerlis. Okay. Warum sind die Vögel alle in Westerlis? Was wollen die? Das ist eine sehr gute Frage. So, dann haben wir... Ich habe auch noch zwei Sachen, die da nicht drinstehen. Die DTU-1 hatte sich in West-LS gemeldet, auch dort aktiv. Ja, wer ist in der DTU-1? Das weiß ich tatsächlich nicht. Die Info habe ich nicht gekriegt. Okay, DTU-1, West-LS, was noch? Und die DTU-2 am DUL 1020. So, 20, Department of Langsamkeit, check. Auch erst seit 5 Minuten. Heute sehr aktuell. Warten auf Langsamkeit. Okay, gut. So, was noch? Was? Dann nicht. Nein, die aktive 10620 ist beendet. Alle. Hm? Nee, mehr nicht offen. Dann. Wen kriege ich in das Cola-Stelle? 1130, Querstraße nördlich von Flybius.
Waffe 13, 30, Querstraße. Soll ich checken? Ja. Weg. Querstraße, welche Querstraße? Bei Wirt. Die CE02 meldet sich ab und ist sicher. Ja, das ist schön. Weg. Haben wir keine Lehrstrafe von mir. Das ist irgendwie verhext heute. Dann kralle ich mir einen aus dem Innendienst. Nimmst du den jetzt mit oder was? Oder hä? Nee, nee. Cooler Schild, wenn du weg bist. Achso. Ja. Jetzt, ja, ich. Hallöchen, was machen Sachen? Nice. Wunderschön, dann kannst du deinen Adonis-Körper in die Lobby runterschieben und als Cola-Stelle fungieren. Wunderbar, dann bis gleich. So. Was mache ich dann jetzt? Du? Machen Sachen? Auch noch Cola-Stelle. Also machen wir das zu dritt. Ja. Ja, du bist ja nicht mehr lang da und wenn, dann haben wir einen sauberen Übergang. Ja, alles cool. So. Ein wunderschön. Hallöchen. Okay. Habt ihr die Nummer, braucht ihr? Habt ihr ein bisschen, glaub ich, ne? Ja. 10-3 Funkspruch kam nicht drin. Mensch. Das ist aber wieder bahnbrechend. Ja, wahrscheinlich ist Ihr Funkgerät defekt. Prüfen Sie das mal und funken Sie dann erneut. Falschstelle. Passt auf euch auf, ich gehe in Feierabend. Jo, schönen Feierabend. Bis morgen. Jo, ciao. Jo, ciao. Der 19.04, 20.20. Und. Huch. Um 21.08. War mir eine Ehre, David. Was? War mir eine Ehre, mit dir rauszufahren. Ja, Dito. Wenn auch nicht so lange. Ja, kurz und knackig, ne? Ja. Haben die Fahrschule, das trifft es wohl ganz gut, ja. Haben die Fahrschule noch kaputt gemacht, passt. Ja, genau. In der Tat, richtig. Ja. Aber ewig werde ich ja auch nicht pro Leitstelle sein, ne? Ich war heute schon 3 Stunden Leitstelle. Ich mache heute auch nur 2 Stunden. Ich war heute schon Leitstelle heute Nacht. Heute Nacht. Ja. Es ist erst dann wieder morgen, wenn du aufgestanden bist. Wir machen bis 23 Uhr und dann gehen wir den Bums ab. Ganz einfach. Ich würde auch sagen, wir machen bis 21:30 und dann gehen wir den Bums ab. So sieht's aus. Nee, ich würde wirklich sagen, 21:45, dann gehen wir ab. Warum? Ich war heute schon 3 Stunden Leitstelle und du warst auch schon. Ja. Die Tür 1 unterwegs, mein Bund. Das ist dann aber auch schon nicht mehr mein Bier. Check. Du gehst jetzt nämlich außer Dienst. Wünsch dir was. Nee, was? Nein. Noch bleibe ich hier. Dann ist deins. 10:20, Bad Sankudo Tankstelle. 20. Check. Für die Möbel, Bad Sankudo. Danke. Ich tue ich kurz Tankstelle nur mit TS ab. Tankstelle. Ja gut, oh, da war. Keep it short and simple, ne? Aber nicht auf dem Streifenplatz im Funk. Gute Nacht. Ciao. Ja. Bye-bye. Gute Nacht. Ja. Da haben wir erst angefangen. Das geht jetzt erst richtig los. Nee, es ist ja so ein Plan. Leitstelle für die 10 Kurven. Wie viele aktive Streifen momentan auf den Straßenkurven? 7. 7? Beziehungsweise 6 und 1 Overwatch. Nee, warte. Inklusive die Dune-Einheiten oder ohne? Wir haben aktuell ein Overwatch, ein Ocean und 5 aktive Streifen kommen. Ohne die Dune. Check. Wie viele davon sind nicht einsatzgebunden? 1,
2. Nee, 3. 2 bis 3 kommen. Checken so mit und 10 Ende. Wir müssen wieder ein Ding starten, oder was? Ja, Party hart! Achso, erstmal vorher in den Funk hauen, ne? Ja, ja, mach mal. Viel Spaß damit. Have fun einfach. Streife 4 aktiv, Westerless Richtung GPD. Aktiv. Westerless Richtung GPD. Sei weinend, danke, Sendico. Aktiv sind die Chance. Werden sie jetzt alle auf einmal wach oder was ist los? Ja. Jetzt sind die gar in der Leitstelle. Gibt's ein Gesetz für Bestechung bei uns im Staat? Ja, ich meine sowas gesehen zu haben. Aber das heißt nicht so, ne? Das heißt nicht Bestechung. Boah, keine Ahnung. 24, wenn ihr schon Tankstelle. Das genau heißt. Bordtags, jetzt musst du checken. Bordtagsgewährung oder so? Nee. Check. Eingetragen? Nein. Boah. Ich hocke gerade einmal so nichts zu gebrauchen. Alpha 1, 20, Sandy Shores, TS Shaw. Nötigung gibt's. Aber das wird darunter nicht fallen. Nee, das könnte unter. Vorteilsgewährung könnte das gehen, tatsächlich. Korruption. Nein. Das, wenn jemand. Ich erkläre die Situation. Jemand hat einer Ärztin als Dankeschön. Boah! Weedbag in die Hand gedrückt. Oh. Das ist. Check. Versteht ihr? Also, das ist halt. Prinzipiell kann man das Bestechung auslegen. Es ist halt prinzipiell auch irgendwo Handel. Also Handel mit BTMG ist es sicher. Ja, halt zum. Ja, auf alle Fälle. Zum Nulltarif. So. Weißt du? Halt Vertrieb. Aber das ist ein bisschen schwierig mit den Gesetzen so. Besser muss ich das mal prüfen lassen von der Staatsanwaltschaft. Ciao. Sie ist ja gerade wie gesagt, ciao. Ich war gerade auch kurz verwirrt. Bei ihr muss ich das machen, weißt du? Streife 4, 10, 20 VPD, Streife 4 lässt sich auf. Schwach. Check. Streife 4 lässt sich auf. Du lässt mich auch gleich auf. Ja, du kannst das Bürgerding machen, danke. Jo. Hallo. Ja, wunderschön. Oh. Kommst du einmal mit, bitte? Jo. Wie kann man Ihnen helfen? Mir wurde so eine SMS geschrieben, dass irgendwie noch Gegenstände von mir hier sind und dass ich die abholen soll. Okay. Hätten Sie einmal einen Ausweis für mich? Ja, klar. Bitteschön. Okay, dann einen Moment bitte, ja? Ich schaue eben. Kriege ich meinen Ausweis zurück und dann bin ich gleich wieder da. Hallöchen. Ja, wunderschön. Ja, aber er soll halt einfach nicht nerven und das tut er auf der Sperrfläche am wenigsten. Und dann stell einfach unten hin auf -1. Weil wir haben alles abgerechnet für Fahrzeuge, alle Fahrzeuge sollen hier reinpassen. Das heißt, wenn du bist näher nervt, dann stellen wir unten den vom Designs ab. Ja gut, aber dann verstehen wir, warum Carter den Schiffbuffalo versetzt hat. Was? Der Schiffbuffalo, der hier stand, der ist nicht mehr hier, der ist im MRPD jetzt. Jo, auf Anweisung von Anderson. Ah, gut. Alter. Was sind für Bilder? Gut. Nee, aber der Schiff weiß so Bescheid, Der hat auch gesagt, der FPM soll den Wagen in Ruhe lassen, er soll den nicht tanken fahren, dass er so.
Okay. Soll ich dir die SMS vorlesen? Ist eigentlich. Also ich habe dem geschrieben, warte. Bandana. Wo hab ich denn da? Die 99. Okay. Guten Tag, das E-Auto ist wieder repariert und so gesehen funktionstüchtig. Müsste aber dringend getankt werden, hat nur noch einen Balken. Darf der FPM das übernehmen oder machen Sie das? Und dann hat der Schiefmörder geschrieben, lassen Sie das Fahrzeug einfach stehen, wir tanken wir schon. Okay. Mal, soweit ich weiß, hat auch noch keinerlei Regelung für das Ding rauskam. Ich weiß nur, dass der FPM Zugriff drauf hat. Das Schief drauf Zugriff hat und du halt auch. Und ja, aber es kann man in der Regelung, was man machen darf und was man nicht machen darf damit. Okay. Wegen, ja, einfach ignorieren eigentlich bestenfalls. Jetzt, ob der Fahndungsliste oder nicht. Ich weiß ja nicht immer, dass der FPM Zugriff drauf hat. Das hat er durch Kater erfahren und jetzt durch mich erfahren. Was? Ein Klasser. Ja, genau. Gut, ich hier aus der Dienst. Oh, alles klar, ja, schon. Ciao. Mach's gut. Ciao. Warne. Hä? Ist irgendwas vorgefallen oder irgendwas aktiv oder was auch immer? Hm? Ist irgendwas vorgefallen, was passiert, was aktiv, wie auch immer? Totenstille. Ja, es ist halt jetzt gerade dieses Schiff wird da gerade auseinander, weiß ich nicht, also zumindest mal abtransportiert, das da lag. Ansonsten ist es nichts Spannendes. Da sind halt ein paar Schleifen wahrscheinlich gebunden und ich denke auch der Overwatch wahrscheinlich für das, oder? Ja. Ja, gut, das mit hier, das kenne ich. Das mit der schon Bescheid. Die rennt Erden durch die Gegend. Das haben wir aktuell, aber das ist auch nichts Neues. Ja, Leute, ich glaube, ich gehe mal kurz umziehen. Also ich zieh mal fix um. Drei abholbar. PD 18 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Check. Oh, kleiner. Hm? Ja, was? Wo? Ah, Ding. Hab ich schon. Moreno ist ein bisschen das. Ja, alles gut. Kannst du mal kurz die Personenakte von dem Herrn gucken? Damit ich das jetzt nicht, Wer ist er denn? David Tolström. Oder wie man den nochmal ausspricht. Tolström. Da. Weil da steht was von Fahndungsliste, aber dann irgendwie doch nicht. Deswegen will ich jetzt nur mal. Wie heißt der Typ? Tolström. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich kümmere mich mal darum, ich kümmere mich um unseren Invaliden da. Elea Bergström, oder was? Nee, David. David und wie noch? Und dann, also T-H-O-L-L. STR. Schönen Abend noch. Tolström. Ja, ciao. Offenes Strafmaß. Urteil. Plus 16 Jahre rechtskräftig ab dem. Wird in Haft umgewandelt. Nachweis erfolgsfähig in Kenntnis gesetzt. Genau, also das heißt ja jetzt erstmal nichts das für mich, ne? Das heißt ja, für mich erstmal ja, nichts. Ja, schau dir das an. 1084 Haftanheiten, da wird das nicht bezahlt, wenn das umgewandelt wird. Jetzt über 90. Nein, also weil da jetzt halt oben nur Fahndungsliste drauf stand, deswegen wollte ich jetzt nur einmal kurz sicher gehen. Ich hätte jetzt gedacht, gut, die machen das selber, der weiß da Bescheid, da muss ich jetzt nichts machen. So, ja, bevor ich. Kannst du so weiter tanzen lassen. Ja, okay. Nee, außer dann cool. Noch was anderes auf. Aber ich glaube nicht. Ja, nee, alles gut, okay. Nee, passt. Gut. So, dann kann ich Ihnen das einmal geben. Schön. Ah, perfekt. Genau, das wäre schon alles. Das war's? Vermissen Sie jetzt sonst noch was? Also mehr wüsste ich jetzt nicht. Okay. Also dann auf jeden Fall mindestens eine Brechstange. Eine Brechstange noch, okay.
Was noch? Dann vielleicht habe ich das übersehen. Das kann gut möglich sein. Nee, also auf jeden Fall eine, könnten aber auch zwei sein. Ein oder zwei. Also Sachen oder Brechstangen? Nee, zwei Brechstangen. Okay. Dann schaue ich nochmal ein. Ja, einen Moment, ja? Ja, okay. Toll. Da stand. Da misst der noch Brechstangen. Ich brech zusammen, ey. Der war richtig schlecht. Ja, schon. Der war richtig schlecht. Das ist dir bewusst. Ja, und es war eigentlich nicht mal gewollt. 36, aber, naja. Wie tief? Streife 6 löst sich auf, die 66 meldet sich ab. Check. Wenn wir jetzt hier Brechstangen noch nicht in NSPD-Infos haben, dass es abholbereit ist, ne? Dann war er erstmal nur da. Dann ist das erstmal noch nicht abholbereit, richtig? Ja, dann kann er wieder gehen. Das ist richtig. Ja. Okay, gut. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht vergessen wurde, reinzuschreiben. Hoffe einfach mal. Ja, alles gut. So, ich habe jetzt nochmal geschaut. Abholbereit sind die Brechstangen noch nicht. Also da müssten sie ja nochmal eine Nachricht dann von uns warten. Aber da sind welche, oder? Das sehen sie jetzt ein? Also es steht nichts im System, dass das abholbereit wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie gerade der Lauf der Dinger da gerade ist. Da bin ich jetzt nicht im Thema. Ich kann aber Sie nur sehen, dass die zwei Brechstangen da sind. Nein, auch das kann ich nicht sehen. Aber die werden hier sein, wenn sie die abgegeben haben. Also die werden nicht einfach verschwinden. Okay, also deswegen, also ich wurde einmal von euch angehalten. Mhm. Wegen Verdachts auf Raubüberfall. Mhm. Dann hatte ich eine Brechstange im Handschuhfach und die habt ihr halt mitgenommen. So, ich weiß nicht, kriege ich die überhaupt noch wieder? Oder? Ja, also die werden sie definitiv wieder bekommen. Ja. Okay. Alles gut, die müssen wir halt nur forensisch noch dann bearbeiten. Okay. Dementsprechend ist die noch nicht abholbereit. Ne, alles cool, dann weiß ich Bescheid, ja. Perfekt, alles klar. Na, wie geht's? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch. Jo, gleichfalls. Danke, ciao. Ich hab mir gedacht, dein Gesicht hast du quasi auch schon ein bisschen, ja? Das liegt an deinem Gesicht. Ich hab dich auch nicht. Oh mein Gott. Bist du ansteckend krank? Wahrscheinlich. Ich habe irgendwie eine sehr positive Grundstimmung, muss ich sagen. Aha. Ja. Ich merke das schon. Morgen bin ich auch dran. Wenn ich das gleich, dann passt das schon. Nicht an meinem Geburtstag. Nein. Also, ja, halb so wild, aber trotzdem. Ja? Okay. Ich wünsche dir was, ne? Ja, ich dir auch. Mach's gut. Bis, ich hab Handschuhe an, ich kann dir sogar noch High Five geben. Oh, weißt du, was wir machen? Boah, was? Pass auf. Jetzt hab wir haben so richtig coolen Handschlag, kennst du den? Ja, der ist super. Wupp. Mach's gut. Ich hab dich. Jetzt habe ich morgen auch die Grenze. Oh shit. Oh shit, here we go again. Wie schnell sich unsere Streifen verpisst haben. Halt's Maul. That escalated quickly. Ja. Wetten, Mosquera will die Streife 7 behalten, einfach nur weil APD 77 ist. Disney Overwatch, ist eh scheißegal. Streife 8 vielleicht, komm. Sie sehen jetzt Streife 4, komm. Ich glaube, die hatten kurz Angst, dass sie Leitstelle übernehmen müssen. Verstanden, komm. Leitstelle? Der ist einfach Rekrut, der ist einfach überfordert mit seinem Leben. Achso. Die 5. meldet sich aus dem Funkkreis ab. Wird jetzt die Dame da drüben jetzt schon behandelt oder nicht? Siehst du es MD? Ich auch nicht. Das MD? Ja, du hast behandelt gesagt. Und du willst zu mir sagen, ich mach schlechte Witze? Ist dein Ernst? Nee, ich hab ja nicht behauptet, dass meine besser sind. Nein, okay, sie kümmert sich schon drum. Wir gucken. Aber weißt du, was das Problem an der ganzen Sache ist? Leitstelle für die 39 kommen. Ah, die 39 mit einer Überführungsfahrt. Grab sie, dass die Richtung VPD kommen. Check. Leitstelle zu mir kommen. 39 jetzt. Santi, was kann ich gegen dich tun?
Ich bin nicht mehr in der Streife, wo ich war. Da ist jetzt ein Sergeant vom Militär mit dabei. Okay. Deswegen brauche ich eine neue Einteilung. Ja, ich habe mal kurz bei Rekruten mitfahren. Entweder Sykes Puentes kann ich anbieten. Na, da war ich ja gerade, die sind am Boot. Ja, sie waren aber in Streife 7 mit dem Kane und mit dem Wircheck im Overwatch eingetragen. Ja, geil. Ja, gut. Das stimmt dann wahrscheinlich nicht. No, nee, dann würde ich sie. Wow! Dann würde ich sie zu Smith und Furdock. Herr Mosquera! Du Scheiße. Wie geht's? Mega super. Waffe stecken. Streife 4 vielleicht willkommen. Was? Hört sie kommen. Einmal wieder die anfahren und die 77 mitnehmen kommen. Check. Angenehm Dienst. Oh, gleich vorbei. Ja. Ne? Ciao. Ach, die überlebt das. So schlimm regen sie nicht. Nee, keine Waffe drüber schlagen. Ich liebe ihn. Es ist so gut, einfach so jemanden als Captain zu haben in der Ausbildung. Es ist einfach 10 von 10. Nicht drüber schlagen. Schön. 4, 10, 20, ja, manchmal ist sein Humor check. Interessant. Moment, hatte sich die Frau Marshall nicht vorhin in den Feierabend verabschiedet? Doch, ich habe sie ja schon rausgezogen hier. Ja, warum ist sie dann unten noch in der Führung drin? Ja, also offiziell hat sie sich aus der Streife verabschiedet. Ja, hat sie nicht gesagt, auch macht Feierabend? Ja, ist doch. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Das kann sein, aber. Das fällt nicht so ins Gewicht. Ja. Weil irgendwann wird sie sich austragen. Und wenn sie es nicht tut, ja, dann wird man jemanden fragen: Yo, heißt eigentlich wer, wo die 66 ist? Dann können wir funken. Ja, ist wahrscheinlich Downtown. Ja. Gut, dann kannst du einfach mal check. Check. Sagt es genau so. Ja. Mensch. Ich mag Moreno. Cooler Dude. Kane einfach. Im Heli. Das kann nicht gut ausgehen. Und wir haben... Oh, okay. Ja. Wir haben sogar noch die Situation einfach. Dass... Wiczorek, oder wer kann dann, wie man ausspricht, einfach... Jersey, ja, ist da ja einfach auch noch drin. Ja. Einfach Rekrut. Der ist überfordert mit seinem Leben. Jetzt überleg mal. Ja. Der steigt da in den Overwatch rein und dann vor hat es ja noch richtig geschüttet. Aha. Ey, da hast du richtig Bock im Overwatch. Schau mir. Oh, ja. Ich hab das einmal gehabt. Ich dachte, ich sterbe. Hast du? Check. Achso. Ja. Richtig, ich hab's ja. Also ich war auch, ich glaube, ich hatte meinen zweiten Tag und ich war mit Wurz mit dem Overwatch unterwegs. Also es geht eigentlich. So schlimm ist es jetzt nicht. Geht noch. Ah. Was ich erzähle, das war Motel, oder? Sind die Chance in dem Fall. 77 für 92, komm. Was meinst du jetzt? Ja, das Motel, was sie meinen, es gibt 700 Motels. Ja, dann nehmen wir einen Safe Call, das Motel. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nur halb zugehört. Ach, egal. Pass auf. Das wird schon das sein, das ist Martin. Also haben sie sich von der Streife getrennt, komm. Was passiert da gerade? Was machen die denn? Guten Abend. Jo, danke euch, Schatz. Ciao. Mensch, Frau Marshall. Herr Moreno. Ich hab nichts gesagt. Gut, ja, besser ist das. Wolltest du gerade das sagen, was ich gedacht habe? Ja. Schön. Oh, schön. Richtig schön in die Scheiße getippt. Aber echt.
Was ist denn erst sagen und dann kontrollieren. Dann soll man den Klugscheiß spielen. Boah! Ja. Eier, fuck! verkackt! Oh shit! Bitte jetzt auch irgendwie. Egal, das war's schon. Ach, ja. Moreno einfach. Ja. Cooler Dude. Ich sehe schon Hux und Milos die Leitstelle machen. Ich sage dir, wie es ist. Milos macht doch schon den ganzen Zeit SD-Leitstelle, oder? Also zumindest den Notruf. Ja, aber wenn es so ist, dann. Ja, dann nächste Miller. Das halt. Da geht nichts. Einfach mal. Ich hau jetzt ab. Ja, ich verpiss dich. Hack mich ja aus. Ja! Leitstelle von Schreiber einfahren. Hört sich kaum auf. Findet sich aktuell noch eine weitere Streife im Norden von? Nö. Nee. Ich glaub nicht, ne? So negativ, komm. Ja, check, Schreiber einfahren. Läuft! Haben wir ja nicht. Check, gute Besserung. Ja, Mensch. Dann. Lass dich nicht ärgern, ne? 3922, wie viel? Jo. Check. Wünsche dir einen schönen Abend noch. Jo, hau rein, ne? Man sieht sich. Hauen Sie rein. Tschö. Echt irgendwie tote Hose, ne? Die PD90 meldet sich ab. Check. So. So Deli. Streife 4, 10, 20, Kusche fix. Oh, Musik ist wieder am Fetzen. Ach, Kacke. Da bin ich echt so doof, dieses System zu nutzen. Hab jetzt irgendwas dabei, was nicht... Schreit jetzt hier schon wieder so rum. Ja. War das noch mit Urlaub und so? Also Dennis hat schon wieder was angeteasert, ne? Er hat gerade eine auf dem Discord-Server so eine Ankündigung rausgehauen. Jo, von wegen, Regenjacken sind im Sonderangebot, braucht man ja jetzt aus aktuellem Anlass. Genau, so hat das genannt. Wo ich mir denke so, oha, kommt das nächste Event? Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt irgendwas. Irgendwas kommt da. Wenn er schon wieder sowas macht, ne? Das ist ja schon wieder Wink mit einem Zaunfall. Aber naja. Schauen wir mal, was da so kommt. Moreno einfach bester Mann, ey. So, ja, jetzt bitte. So.
Schlafen gehen nochmal ein schönes Käsebrötchen essen und auf geht's. Upsalala. So, Leute. Das war's auch schon für heute wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Macht's gut. Haut rein.